Hallo und willkommen zurück zu Egypt Old Kingdom. Ja, es ging ja ganz gut voran in der letzten Folge und diesmal wollen wir schauen, dass wir unsere Stadt noch ein bisschen erweitert bekommen und vielleicht endlich auch ein Volk integrieren können. Da fehlt uns aber noch ein bisschen die richtige Technologie. Deshalb erstmal die Runde beenden, wenn wir nichts anderes machen können. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Es ist halt nicht sehr effektiv, hier die Arbeiter sitzen zu haben, aber ich brauche halt zwingend ein gutes Verhältnis zu dem Volk. Was war denn eigentlich mit dem anderen Volk? Hatten wir da nicht noch irgendeins, das wir integrieren wollten oder patronieren wollten? Haben wir uns da nicht irgendwo eingeschleimt? Oder war das das mit dem Stiervolk? Das war das, ne? Wie sieht es denn da aus? Hoppla. 39%. Oh, das ist halt echt nicht viel, ne? Nee, wir hatten doch noch irgendwo dieses Schlangenvolk. Was war denn mit dem nochmal? Das liegt doch da auch noch irgendwo rum, oder nicht? Da! Wie sieht es da aus? 91%. Sehr gut. Drei Runden noch und dann können wir das Patronat einleiten. Das geht noch nicht und das geht noch nicht. Also einmal 100 und einmal 80. Okay. Die 80 haben wir doch schon. Moment. Ah, dann brauche ich was anderes. Ich brauche Gräber. Also muss ich ja doch irgendwie alles machen, ne? Mist. Nein, ich will erstmal die Stammesfürstentype. Weil da habe ich schon alles an Voraussetzungen. Da brauche ich jetzt tatsächlich nur noch eine Runde. Jawohl. So, dann machen wir das mal. Das passt jetzt nämlich hervorragend mit den Schlangen zusammen. Denn Ende der herrschenden Dynastie, okay. Wo sind sie denn da? Ja. Was wird nur um 2 beschleunigt? Sonst waren es immer 3. Aber da brauche ich ja doch nochmal 3 Runden. Hä? Na gut, hilft ja nichts, ne? Okay, jetzt sehen wir so langsam mal die Wüste. Und in der Wüste, da hat man jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder man errichtet einen Friedhof oder Weiden für die Tiere. Was voll Sinn macht in der Wüste, ne? Die Weiden, da muss man nicht sehr viel investieren und die geben halt einen kontinuierlichen Nahrungsertrag. Ich werde jetzt beides noch nicht errichten, weil mich das beides momentan mehr Unterhalt kostet, als dass ich wirklich Nutzen davon habe. Sehe ich einfach so. Kann mir jeder Profispieler gerne widersprechen. Deshalb erkunden wir lieber noch die Gegend, beziehungsweise erlegen erstmal die Antilopen. Oh, ich habe gerade gesehen, wir können das Schlangenvolk jetzt integrieren. Das ging jetzt dann doch schneller. Die Wüste des Set dehnt sich immer weiter aus. Viele Menschen verlassen ihr altes Zuhause auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Eine riesige Gruppe Menschen haben uns erreicht und bitten um Aufnahme. Ihre und unsere Kultur unterscheiden sich deutlich. Wenn wir sie bei uns akzeptieren, wird es etwas dauern, bis sie sich an unsere Sitten gewöhnen. Wenn wir jetzt annehmen, bekommen wir 3 Arbeiter dazu, für die wir gar keinen Platz haben und verlieren jede Menge Kulturpunkte. Oder wir lehnen ab. Dann passiert nichts. Wir haben keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Und genau das tun wir. Denn ich habe tatsächlich keinen Platz für 3 Arbeiter. Aber viel wichtiger... Moment, erstmal die Antilopen abarbeiten. Dann können wir gleich noch hier die Überreste durchsuchen. So, das Schlangenvolk. Ja, wie gesagt, jetzt ging es plötzlich dann doch ganz schnell. Und jetzt können wir hier integrieren. Das dauert ein paar Runden. Die Chance liegt bei 20% pro Runde, dass die Integration klappt. Und sie steigert sich in der Runde nochmal um 2%. Also früher oder später klappt es auf jeden Fall. Meistens geht es sogar relativ zügig. Und wenn wir das nämlich geschafft haben, dann bekommen wir das Land, das das Schlangenvolk aktuell besetzt. Ich sehe gerade, ich habe hier noch einen rumstehen. Und wir bekommen auch die Arbeiter dazu. Sehr gut. Nochmal Antilopen. Der oben, der sucht immer noch. Wie sieht's hier aus? Ja, jetzt sollten wir uns langsam mal hier um die Gräber kümmern, damit wir dann das Konzept mehrerer Seelen erforschen können. Und das hier oben hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, jetzt machen wir wieder der Reihe nach weiter. Ist besser, glaube ich.
Aussterben der großen Säugetiere. Ja, das ist jetzt so ein negatives Ereignis, das halt auch mal passieren kann. Und es passiert auch, glaube ich, immer um Runde 50 rum, je nachdem, wie weit man ist. Wir verlieren jede Runde ein Getreide. Da geht es wieder runter, aber ist jetzt gerade nicht so schlimm. Wir haben genug. Moment, der kann jetzt hier Nahrung erforschen, genau. Das war er, ja. Ja, es gibt einfach Runden, da kann man nicht großartig was machen, da kann man einfach nur weiterklicken. So, er hat jetzt die Siedlung erforscht. Ja gut, dann soll er sich die Ecke auch noch angucken. Technologie. Die Kupferschmelze, die ist ganz gut, weil da gibt es wieder einen Bonus. Oh, und wir kriegen einen Arbeiterlimit um 1 erhöht. Das ist ja schön. Nö, eigentlich nicht. Es sind immer noch 8. Moment. Häuser. Ach so, ich habe keine Häuser, deshalb. Ja. Ich kann das natürlich auch so machen. Ich kann hier Häuser bauen und kann das hier später abreißen und kann dafür was anderes hinbauen. Geht natürlich auch. Weil, ehrlich gesagt, bei denen, das dauert schon noch ein bisschen, ne? Aber im Moment brauche ich halt meine Arbeiter auch, um die Gegend zu erkunden. Ich kann jetzt natürlich... Oh, das kann ich natürlich machen. Das werde ich auch machen. Nochmal schnell eine Runde voran. So. Jetzt habe ich hier nämlich einen Arbeiter frei. Und den setze ich jetzt... hierhin. Zum Stiervolk. Das ist ja momentan ein Patronat. Wir haben aber mehr davon, wenn wir sie integrieren. Was ich nicht darf. Warum? Doch, darf ich. Hier, Entschuldigung. Haben wir zwar weniger Einkünfte, weil wir die Luxusgüter hergeben müssen, aber letztendlich ist eine Integration immer sinnvoller. Oh, Bevölkerungslimit überschritten. Wir haben ein Volk integriert. Ja, sehr gut. Das Schlangenvolk. Ja. Das Schlangenvolk hatte einen Arbeiter, aber keine Häuser. Jetzt können wir den natürlich rauswerfen, weil ihr seht schon, wir haben eine Überbevölkerung. Und da verlieren wir richtig viel. Das kann und will ich mir nicht leisten. Ich schmeiß den Arbeiter tatsächlich jetzt raus. Krieg dafür ein bisschen eine Rückzahlung. Ich kann ja später wieder einen einstellen. Übrigens ist es aber so, dass jeder Arbeiter, der sollte da eigentlich nicht hin, den man neu anwirbt, die Kosten ein Stückchen erhöht. Das heißt, mit jedem Arbeiter wird es ein bisschen mehr. Hier läuft gerade die Integration. Ja, okay. Da hilft nur weiter forschen. Und hoffen, dass es dann mit dem Stiervolk schnell geht. Oh. Das ist gut. Habe ich gerade gesehen. Fruchtbares Land gefunden. Wir müssen zwar jetzt erstmal das Gebüsch wegkriegen, aber danach können wir das fruchtbare Land nutzen. Ich muss nur erst einen Arbeiter frei bekommen. Und wir haben ein Volk integriert. Jetzt geht's aber zack, zack, zack hier. So. Da wir jetzt die Häuser dazu bekommen haben, hat sich hier unsere Sollzahl erhöht. Hier, diese Häuser. Wo sind... Ne, diese Häuser, Entschuldigung. Die waren's. Und wir haben einen Arbeiter dazu bekommen. Und wir haben hier tatsächlich ein Feld dazu bekommen. Das bewirtschaften wir doch gleich mal, wenn es schon mal da ist. Hat es vorher uns gehört oder haben wir das auch gekriegt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, die Gaben des Harpy sind erschöpft. Also dieser Flussbonus, der ist jetzt weg. Die Auerochsen sind auch getötet. Da können wir mal kurz hier die Siedlungsreste erforschen. Ja. Wir machen ein bisschen Minus in Sachen Nahrung, was aber auch daran liegt, dass sehr viel Nahrung gerade verdirbt. Also hier Verderb minus 5. Und wenn wir dann weniger Nahrung haben, verdirbt auch nicht mehr so viel. Wir können jetzt das Konzept mehrerer Seelen entdecken. Und das möchte ich ja, um den Tempel des Ptah zu bauen. Gut, wir können jetzt noch uns einen Arbeiter noch gönnen. Das machen wir auch mal. Denn mit dem möchte ich hier
Da hat sich nämlich ein fruchtbares Land aufgetan. Mal eben das Gebüsch beseitigen und dann kann ich hier noch ein Feld bauen. Es wird immer der Moment im Spiel kommen, wo man zu wenig Nahrung hat. Es kommt auch immer der Moment, wo einem irgendwas anderes fehlt. Aber ich habe es noch nie geschafft, wirklich immer ausreichend Nahrung zu haben. Ich bin teilweise sehr gut, sehr lange hingekommen, aber irgendwann war es dann mal vorbei. So. Ich muss auch immer wieder mal drüber gucken, weil manchmal übersieht man ja dann doch einen, der noch sinnlos rumsteht. Oh, ich sehe gerade, hier kann man nochmal Getreide abernten. Also nochmal zur Erinnerung, wenn das Getreidesymbol grün ist, kann man es direkt abernten, dann ist es Wildgetreide. Und wenn es blau ist, dann kann man da abbauen. Okay, ich könnte noch einen, gönnen wir uns noch, so. Der darf hier noch ein bisschen sich den Nil angucken. Ja, passiert gerade nicht so sehr viel. Sollen wir uns mal ein bisschen hier beim Feigenvolk einschleimen? Mir dauert das nämlich gerade ein bisschen zu lange, muss ich ehrlich sagen. Ich mach das mal. Letztendlich ist es so, dass es hier 5 oder 6 Völker gibt. Wir treffen aber nicht alle hier auf der Karte. Aber wir müssen sie trotzdem alle integrieren. Also die, die man nicht auf der Karte findet, da gibt es dann später eben über die Aufgaben so eine Funktion. Da kann man dann direkt integrieren. Das seht ihr dann. Bewässerung ist schon mal ganz gut, ja. Also ihr seht, das Wachstum ist nicht aufzuhalten. Ich verzichte jetzt darauf, hier Häuser zu bauen, weil ich da hier auch nochmal welche dazu bekomme. Das reicht mir eigentlich. Aber was ich hier mache, ist, ich baue jetzt hier den Tempel des Ptah. Man sollte mit diesen Aufgaben nie zu lange warten. Je früher man sie fertig hat, desto besser ist dann auch die Bewertung. Und man hat ja in der Regel auch wirklich Vorteile dadurch. Allerdings kommt dann auch meistens ziemlich schnell die nächste Prüfung. Ja, sowas passiert auch mal. Unterägyptische Stämme haben einige Händler auf einem Handelsweg zwischen Kanaan und Oberägypten ausgeraubt. Wie gesagt, wir sind Unterägypten. Ihre Waren waren für die Beschützer von Kanaan bestimmt. Ein Teil der Waren fiel uns in die Hände. Wir bekommen 5 militärische Einheiten. Aber die Horusse von Oberägypten werden Rache nehmen. Der Horus ist ja sowas wie der König, der Pharao. Und, also damals hieß es halt noch der Horus. Wir sind ja immer noch hier 3256 vor Christus, also noch vor der eigentlichen Blütezeit der alten Ägypter. Und diese Rache von Oberägypten, mit der werden wir ordentlich lange zu tun haben. Kann ich euch jetzt schon versprechen. So, eigentlich wollte ich nämlich hierhin, das Dickicht ist nämlich beseitigt und jetzt kann ich hier ein Weizenfeld anlegen. Habe ich jetzt noch irgendwo freie Arbeiter? Ja, hier. Gut, er baut einen Tempel, das dauert 3 Runden. Übrigens ist es so, dass man letztendlich früher oder später sowieso die ganze Karte erforscht. Selbst wenn man das nicht selber macht, irgendwann kommt der Punkt, da wird sie freigeschaltet. Aber wenn man es selber schafft... Ach du Scheiße, ein Erdbeben. Ja, eins nach dem anderen. Eines der oberägyptischen Stammesfürstentümer hat einen neuen Herrscher, den Horus Skorpion. Seine Fähigkeiten sind beeindruckend und die Götter haben eine große Bestimmung für ihn vorgesehen. Die Oberägypter wohlgemerkt. Also nicht wir. Oberägypten ist zur letzten Phase der Vereinigung übergegangen. Also Oberägypten möchte sich gerne mit Unterägypten zusammenschließen. Können wir uns mal anschauen, was hier als Bedeutungserklärung dasteht. Skorpion ist einer der ältesten und mysteriösesten Herrscher des alten Ägyptens. Die Wissenschaftler streiten noch darüber, ob ein solcher Herrscher überhaupt existierte, ob Skorpion nur ein Mann oder mehrere war, oder vielleicht ein Gott, eine Siedlung oder sogar eine ganze Region. Fest steht, dass eine große Zahl wichtiger Ereignisse des vordynastischen Ägypten mit der Skorpion-Hieroglyphe verbunden sind. Vordynastisch heißt, es gab ja dann diese großen Dynastien, zum Beispiel, also bekannte Dynastien sind die 3., die 5., die 17., 18., 19., 20. und so weiter. Also Ramses war, glaube ich, 19., jetzt, oh, Moment, oder 20. Dynastie, irgend so was in einem Dreh.
Tod an Amun war, meine ich, 18. Jetzt, oh, ich muss das echt mal wieder nachlesen. Ich habe mich da früher sehr viel mit beschäftigt, aber jetzt mittlerweile kriege ich das nicht mehr so hin. Dann gab es zum Beispiel Djoser, der die Stufenpyramide durch Imhotep hat bauen lassen. Das war, glaube ich, die 3. Dynastie. Und die Cheops-Pyramide dann die 5. Also, nagelt mich nicht drauf fest. Wenn ihr jetzt Wikipedia befragt, liege ich wahrscheinlich total falsch. Aber irgendwie so in dem Dreh war das, dass man das so einordnen kann ein bisschen. Und vor diesen Dynastien, das ist eben diese vordynastische Zeit, da war halt dieser Skorpion-Mythos. Es gibt negative Ereignisse. Ja, genau. Wir hatten gerade ein Erdbeben. Sowas passiert leider. Zwei Gebäude sind eingestürzt. Da können wir mal kurz hingucken. So. Hier, das ist jetzt dieses Symbol. Das heißt, die Werkstätten produzieren jetzt erstmal nichts. Wir brauchen 2 Runden, um den Schaden wieder zu beheben. Und das Ganze gilt auch hier. Das sind auch die Werkstätten. Ne, das waren die Häuser. Okay, da ist es nicht ganz so schlimm. 2 Runden ist jetzt nicht dramatisch. Das haben wir relativ schnell wieder im Griff. Dann wurde hier Wildreis geerntet. Das heißt, der Arbeiter ist wieder frei. Und hier wurde ein neues Gebiet erkundet. Und hier können wir... Ach ja, wir haben jetzt natürlich eine totale Überbevölkerung, weil die Häuser im Eimer sind. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Das kostet uns zwar richtig viel Werkzeug, aber in 2 Runden ist das Drama schon wieder rum. Und deshalb können wir den jetzt auch ruhig anwerben. Ja, machen wir mal. Jetzt schauen wir, dass wir schnell diese 2 Runden rumkriegen. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Problem. Aber keine Sorge, das löst sich gleich. Wir haben hier also quasi eine Hungersnot, weil wir mehr Nahrung brauchen. Nee, halt, 64 haben wir ja. Okay, Hunger ist nicht das Problem, aber wir brauchen hier mehr Werkzeug, als wir haben. Und da haben wir jetzt hier die Option zu sagen, wir zahlen jetzt 10 Nahrung und eine göttliche Gunst und bekommen dafür 10 Werkzeuge. Und das machen wir. Und jetzt können wir noch eine weitere Runde überstehen und dann sind ja die Häuser wieder repariert. Und dann haben wir diesen großen Malus nicht mehr. Erstmal gucken. Hier kann ich übrigens Akazien abbauen. Das gibt wieder ein paar Werkzeuge. So. Zack. Und schon ist alles wieder grün. Ja, da muss man halt mal durch. Außerdem haben wir noch den Bau des Ptah-Tempels abgeschlossen. Und bekommen deshalb gleich eine neue Aufgabe. Und diese Aufgabe ist jetzt tatsächlich, diese ganzen Völker zu integrieren oder zu annektieren. Annektieren heißt... dass wir sie quasi erobern. Wir haben tatsächlich eine Übermacht, wir könnten das machen. Oder wir integrieren sie, das kostet uns allerdings Luxusgegenstände. Wir haben damit aber noch Zeit. Wir lassen das jetzt. Wir können hier jederzeit, wenn wir hier draufklicken, wieder auf die Ansicht zurückgehen und können jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein paar Luxusgegenstände bekommen oder dass wir die Integration vielleicht auch anderweitig zustande bekommen. Ich muss mir gerade wieder mal kurz einen Überblick verschaffen. Hier sitzt... Nee, der sitzt nicht sinnlos rum. Der gehört uns gar nicht. Das ist jemand vom Feigenvolk. Eigentlich sieht das alles soweit gut aus. Der haut das Gestrüpp weg. Ach nee, der haut Akazien. So. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben ein Haus. Wir haben eine Kaserne. Wir haben 2 Werkstätten. Ich brauche auf jeden Fall... Oder ich hätte gerne noch eine Werkstatt und eine Kaserne obendrauf. Den Tempel haben wir jetzt mittlerweile. Der produziert auch noch gleichzeitig ein bisschen Werkzeug. Das ist ganz gut. Wir können gerade mal schauen, können wir sonst noch irgendwas bauen? Ach, ich kann das nur anwählen, wenn ich einen Arbeiter drauf habe. Das ist jetzt blöd. Ja gut, dann schauen wir uns das in der nächsten Runde mal an. So. Ach, die Wilden haben sich angeschlossen. Genau, die haben wir auch noch uns unter den Nagel gerissen. Die Prüfung unter Werfung von Ägypten hat begonnen. Ja, super. Ich sag ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Bei der Wiederherstellung der universellen Ordnung hat der mächtige Horus Skorpion Nakara unterworfen. Und, also, wir sind, glaube ich, in Saqqara. Und ganz Oberägypten vereint. Unterägypten ist das nächste Ziel. Das sind wir. Aber so ein langer Feldzug ist schwer zu organisieren. Skorpion hat um unsere Unterstützung gebeten. Unser Horus hat zugestimmt. Also wir sind quasi, also unser Horus, unser Herrscher in Unterägypten, hat zugestimmt, dass wir uns Oberägypten unterwerfen. Hm.
Ist jetzt nicht so toll, ne? Deshalb jetzt Folgendes. Das ist eine entscheidende Prüfung. Und nicht so ein kleinen Scheiß, wie wir bisher hatten. Skorpion, der Herrscher des Südens, ist in das Nildelta einmarschiert, um ganz Ägypten Frieden zu bringen, sagt er. Skorpion wird ohne unsere Unterstützung keinen Erfolg haben. Unser Horus befiehlt, ihm zu helfen. Das klingt ja eigentlich erstmal so, naja gut, alles friedlich und dann unterwerfen wir uns halt und dann sind wir ein großes, vereintes Volk. Das Problem ist aber, dass das Spiel das so nicht will. Denn, wenn wir jetzt, Entschuldigung, ich war schon eine Prüfung weiter. Also im Moment sollen wir uns tatsächlich Oberägypten unterwerfen und das Volk eilen. So rum. Ich habe jetzt das verwechselt, weil es kommt danach eine Prüfung, da ist genau das Gegenteil der Fall, aber egal. So, es gibt drei Regionen, die zu unterwerfen sind. Das sind, glaube ich, Narkada, Saqqara und noch irgendeine. Die Chance, die nächste Region zu unterwerfen, liegt bei 20%. Und dass alle Regionen kapitulieren, liegt bei 0%. Und das müssen wir jetzt natürlich nach oben pushen, diese Zahlen. Region unterwerfen, 10% obendrauf, kostet uns 7 Einheiten. Wir können aber auch beten. Das geht auf die Chance, dass sie kapitulieren. Wir können es auch versorgen. Dann haben wir die Chance... Da müssen wir Getreide und Nahrung zahlen. Ich bin jetzt erstmal für beten. Ich habe es eigentlich immer so gemacht. Da haben wir jetzt mal alles drauf. So. Wir haben ja eigentlich genügend Punkte da. Wir beten ja keine Götter an. Ich habe es immer so gemacht, dass ich das auf 100% hatte. Und das hier dann auch noch ein bisschen oben drauf. Aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt nur auf Kapitulieren gehe, dann spare ich mir einen Haufen Ressourcen. Ich guck mal kurz, was in der nächsten Runde passiert. Wir haben dafür 10 Runden Zeit. Also, das kann man schon mal ausprobieren. Ich weiß, das klingt alles sehr verwirrt, aber ich spiele das Spiel auch noch nicht lange, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ich muss da vieles tatsächlich erstmal ausprobieren. So, wir haben jetzt einen Arbeiter übrig. Ich wollte doch irgendwas... Ach ja, genau. Ich wollte gucken, was ich theoretisch noch bauen kann. Also, Moment. So, jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Also, wir können Häuser bauen, das lassen wir natürlich. Wir kriegen ja nochmal welche. Ich könnte noch eine Kaserne bauen, ich könnte Werkstätten bauen. Ich könnte hier auch Friedhöfe bauen. Ich kann es aber auch lassen. Und den Tempel. Also, die Friedhöfe, die kann man auch in der Wüste bauen. Und was ich mit den anderen Sachen nicht machen kann. Deshalb würde ich mir eigentlich lieber diesen Bauplatz hier sparen. Ein weiterer Tempel, der kostet halt richtig Asche. Nee, einen Tempel baue ich definitiv nicht. Also wenn, dann würde ich jetzt erst nochmal Kasernen bauen und dann im nächsten Zug vielleicht nochmal Werkstätten. Ich baue jetzt nochmal Kasernen. Denn wir brauchen definitiv hier oben zeitnah eine größere Armee. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, es reicht also, wenn man nur betet. Man muss den Rest nicht machen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Dann habe ich immer zu viel umsonst ausgegeben bisher. Also die anderen Regionen haben sich tatsächlich ergeben, haben kapituliert und wir bekommen 60 Luxusgüter als Belohnung. Es ist der Goldsieg, weil wir ihn halt sehr zügig durchgezogen haben. Jetzt haben wir hier schon 74. Okay. Ja, wir können noch eine Technologie erforschen und die Folge ist zu Ende. Ich weiß das schon. Metallbearbeitung, toter Herrscher. Wir nehmen die Metallbearbeitung. Das gibt einen guten Bonus. Oh, wir müssen aber gucken, dass wir hier mal an Werkzeug kommen. Allerdings bauen wir auch gerade. Also das wird sich gleich wieder einrenken. Ich möchte noch kurz warten, bis der Bau zu Ende ist und dann machen wir Schluss für heute. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit beherrschte ein König so viel Land. Skorpion und sein Gefolge bitten die Götter um Weisheit. Die ersten Verwaltungsexperimente beginnen. Wie kann man solch ein riesiges Territorium regieren? Wer wird es verteidigen? Wer wird das Volk darin ernähren? Ja, das machen wir alles. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch Völker integrieren müssen. Jetzt haben wir genügend Luxusgüter. Das gehen wir in der nächsten Folge mal an. Denn das wird uns dann einen ordentlichen Schritt voranbringen. Und das Spiel bleibt nicht so. Es wird dann
Wenn diese Prüfung rum ist, wird es in eine nächste Phase übergehen, die deutlich anspruchsvoller und komplexer wird. Und wenn ihr jetzt noch nicht so ganz überzeugt seid, dann wartet wenigstens, bis diese Phase losgeht. Es wird nicht mehr so sehr lange dauern, denke ich. Macht's gut, bis dann. Tschüss.